So Leute, willkommen zu einer weiteren Adventure-Map. Heute spielen wir Vice Venture von Jerre LP. Und ja, ich würde sagen, wir legen direkt mal los, nachdem anscheinend scheint es eine Adventure-Map zu sein. Und wir gucken mal. So, Regeln und so weiter. Hey Vice, viel Spaß beim Spielen. PS, lass dich nicht vom Anfang abschrecken, er ist nämlich extra so schlecht. Okay. Regeln, Schwierigkeit, friedlich. Peaceful aber schon. Okay, gut. So, Gamer 2, keine Blöcke abbauen, also es wird von dir verlangt, Spaß haben. Okay, werde ich probieren. So, du musst auf die Toilette, also geh ins Toilettenhäuschen. PS, bitte erst schauen, was passiert, bevor du aufhörst zu spielen. Okay, werde ich mich dran halten. Und dann würde ich mal sagen, okay, da sehe ich schon was Großes. So, ich bin im Game Mode 1 gerade, dann setze ich mich mal Gamer 2. Und let's go. So, erstmal gucken wir in die Truhe. Spring ins Klo. Okay. Aha. Okay. Mittel, leicht, schwer. Okay. Level 1 Parcours. Sieht schon mal sehr schön aus, das Level. Zack, zack, zack. Ja, wie immer, wenn ihr mehr Maps einsenden wollt und es verlinkt, könnt ihr dann im The Wasteland Forum machen. Denkt dran immer, ein Titel und also ein Minecraft, also Mapname und Erbauer sollte auf jeden Fall drin sein, damit ich alles sagen kann. Okay. Hey, Vice. Erstmal danke, dass du diese Map spielst. Da ich nicht besonders gut mit Comment Blocks umgehen kann, habe ich mehr auf die Jumps gesetzt. Ich habe alles geprüft und hoffe, dass die Map dir gefällt. Ich habe alles per Hand in ca. 4-5 Stunden gebaut. Es gibt 3 Level dieser Map, die du meistern musst. Da ich nicht weiß, wie man das erstellt, musst du leider, falls du runterfällst, aber nicht stirbst, jedes Mal Kill eingeben. Tut mir leid. Es würde mich freuen, wenn du die Map am Schluss bewerten könntest. PS, die Regeln eben gelten immer noch. Mit freundlichen Grüßen, Jerre. Okay, dann werden wir uns mal anschauen. Ja, ich habe ja gesagt, ich habe nichts gegen Jump. Schlüssel für die Extra-Level. Dann nehmen wir den mal mit. So, dann let's go. Zack. Oh, gut, das war schon mal blöd. So, ich habe davor eine Map gespielt, noch gehabt. Ja, da hatte ich leider mehrere Probleme bei der Map. Teilweise hatte ich das Gefühl, dass sie eigentlich mehr... Wie aktiviert sich der Checkpoint? Egal, da wird schon irgendwie klappen, hoffentlich. So, oh, ich denke, wenn ich gestorben bin, respawn ich da. Ah, genau, okay. Aber dann verliere ich die Items, das ist nicht... Ja, das ist eher Minus, okay. Würde ich jetzt... Oder ist es... Mal gucken, ob er an Keep Inventory gedacht hat. Ich glaube, ja sogar. Oh. Okay. Dann müssen wir nochmal da runter. So, zack. Ich wollte jetzt ganz kurz nachgucken, von wem die Map war, damit ich das auch zumindest sagen kann. Weil ich möchte, also, wenn da so Probleme war, nicht irgendwie, weiß ich, also, die war von Dead Johnny mit Recht, vielleicht siehst du das Video. Die Map fand ich eigentlich gut, aber ich hatte irgendwie die ganze Zeit Probleme damit. Ich habe die ganze Zeit das Gefühl gehabt, es liegt an meiner Dummheit, aber, ja, irgendwie waren Sachen komisch. Im Jumpman wurde ich die ganze Zeit in irgendeinen Raum plötzlich teleportiert und dann bin ich da gestorben. Dann waren da Creeper und dann ist da irgendwie alles hochgeflogen und dann war alles kaputt und es funktionierte nichts mehr. Das war irgendwie seltsam. Ich denke, ich werde es einfach demnächst nochmal anprobieren. So, ja, warte mal, zack, zack, zack. Irgendwie habe ich Cheats an. Warte mal, Open to LAN, allow Cheats. Nehmen wir keine Ahnung. Sonst setzen wir uns einfach gleich in den Game Mode und ja, fliegen dann einfach wieder zur Stelle, wo wir runtergeflogen sind. So, vielleicht schaffen wir es auch jetzt einfach. Sind da noch? Ich glaube, wir müssen direkt darüber. Okay. Nee, mussten wir doch nicht. Slash Kills. Boah, nicht da. Bitte, 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 bitte. Nein. Okay. So, der Checkpoint scheint nicht so zu funktionieren. Zack. Oh Gott. So. Oder es liegt wieder an meiner Dummheit. Das kann natürlich auch sein. Aber ich glaube, der Checkpoint funktioniert nicht. Weil Kombblöcke werden ja funktionieren. Klar, ich wurde ja schon mal tippiert. Logisch. Sonst sehe ich jetzt hier keinen anderen Checkpoint. So, wo waren wir? Dann gehen wir einfach nochmal dahin. Da ist ein Slime-Jump, sehe ich. So. Okay, das setzen wir noch. Game Mode 0. Wobei wir eigentlich dann immer wieder hochfliegen müssen. Können wir eigentlich direkt... Ja, können wir eigentlich direkt Game Mode 0 bleiben. Ich denke, wir gehen aber auch zum Checkpoint dann immer wieder. Sonst ist es unfair. So, zack. Zack. Go, ich kann die Leiter da kommen sehen, da ist die. Ups.
direkt wieder rüber. Zack, zack, zack. So. Ja, das haben immer noch, wie gesagt, ein paar verpeilt. Keine Adventure Map Einsendung mehr per YouTube. Alle nur noch The Wasteland Forum. Ich werde die auf YouTube nicht, also per YouTube-Nachricht nicht beachten. Das heißt wirklich nur die, die ins Forum eingesendet werden. Da habe ich nämlich chronologische Reihenfolge etc. Oh. Etc. Und an die werde ich mich auch halten. Das heißt, wann ihr die Map, umso früher die Map einsendet, umso früher werde ich die auch spielen. Ganz logisch eigentlich. Boah, Mann, wieso verkacke ich hier bei den Easy Jumps? So, zack. Aber ich muss, wie gesagt, euch total loben. Also, die Adventure Maps sind super gut. Also, das ist, finde ich wirklich immer sehr schade. So schöne Maps und, die funktionieren dann wegen irgendwelchen kleinen Bugs. Die machen halt das Game. Boah, wieso fail ich denn da? Das gibt's doch nicht. Ich gehe gleich wieder an die gleiche Stelle einfach sonst. Gott, was ist denn mit mir los heute? So. Hä? What the fuck, ich krieg die easiesten Jumps nicht hin gerade. So. Jump Boost. Wie lange haben wir den? Ganz kurz nur. So, wo müssen wir dann hin? Ich würde sagen, hier auf den Slime Block. Okay. Würde ich jetzt... Oh, upsala. Oder sollen wir direkt da hoch? Ich glaube, nein. Ach doch, können wir. War so? Oh, okay. Wie lange hält das? So. Okay, wir sollen müssen dann irgendwie so rechts rüber. Okay. Okay. Was kriegen wir hier? Jump Boost kurz. Okay, gut. Ja, aber das ist eine schöne Idee. So mag ich auch Slime Blocks. Aber ich muss natürlich auch erstmal schaffen. Aha, an der Leiter da. So, direkt wieder rüber. Na komm, und... Nein! Oh Gott, bin ich runtergerutscht. Na komm, so und so und so. Geht auch kein Jump Boost mehr. Oh Gott, das sind gemeine Sprünge. Ich bin böse und gehe wieder hier hin. Na komm, wenn, dann gehe ich auch schon wieder hier nach vorne. So. Okay. Okay. Die Frage ist, ich glaube, den überjump ich hier einfach direkt und mach so. Nee, ich gehe einfach so hin. Lass ich das immer Ende jumpen. Okay, ich muss da aufsprinten irgendwie. Slime-Blocks sind irgendwie seltsam. Okay, da würde ich sagen, muss ich... Ich hätte auch direkt, glaube ich, zur Leiter springen können. Okay, dann können wir jetzt hier hoch. Zack. Du hast erfolgreich Level 1 absolviert. Viel Spaß bei Level 2. Okay. Weiß jetzt nicht, was passiert ist dadurch, dass ich das gedrückt habe. So, Level 2, Teil 1, Invisible Run. Tipp, schau an die Decke. Was passiert hier? Ist, glaube ich, check. Ah, okay. So. So. Einfach immer durchsneaken das Ganze. Das funktioniert immer sehr gut. Also bei mir zumindest. Da vorne könnte man doch rein theoretisch sogar fast überspringen, aber das ist, glaube ich, sehr risky. Wie komme ich hier weiter? Der ist so. Der bin ich, glaube ich, jetzt. Und dann muss ich irgendwo zu einer Ecke. Hä? Wo ist denn hier der nächste Block? Ne, jetzt gehe ich da zurück. Jetzt muss ich ganz nach vorne und dann links hier vorne ist einer. So. Dann muss ich wieder zurück, glaube ich. So. Ja, genau. Gut, und jetzt müssen wir da ganz am Rand weiter. So. Und jetzt hier schräg rüber. Okay. Wir tasten uns hier einfach so durch. Dann müssen wir einmal seitlich. Zack, zack. Ich glaube, nochmal. So, okay. Wir kommen voran, wir kommen voran. So, momentan können wir einfach durch die Barriers so uns durchtasten.
So, man, überall sieht man ja hier die Ränder. Okay. Irgendwo am Rand. So. Okay, dann müssen wir jetzt hier am Rand weiter. Dann müssen wir wieder schräg rüber. Und geradeaus können wir dann gleich komplett durch. Dann müssen wir jetzt nur noch einmal nach links. Dann müssen wir so nach rechts. Und dann können wir da gerade fertig. Okay. Du hast vielleicht Teil 1 geschafft, doch Teil 2 wird schwerer. Ich habe doch gerade Teil 2 geschafft. So, Blockerklärung, perfekt. Hindernis, Start, Jumps. Okay, Teil 2, Invisible Jump. Ach so, oh, jetzt, es gibt Teil 2 von... Oha, das ist natürlich jetzt gemein. Aber kriegen wir schon irgendwie hin. Ich möchte jetzt nicht sterben, weil ich glaube, die Checkpoints funktionieren nicht richtig. So, sollen wir es mal tryen? Ich würde da gerne fair dran gehen. Komm, bitte, 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 über, bitte, spawn richtig. Bitte nicht am Anfang, bitte nicht am Anfang. Nein! Oh Gott. Ja. Gut, dann müssen wir uns jetzt hier irgendwie nochmal durch alles durchmachen. Gut, wir können ja recht schnell überspringen mit Game Mode. Und wie schade, dass die Checkpoints nicht funktionieren. Ja, wenn du das siehst, dann, ja, keine Ahnung. Dann wirst du ja wissen wahrscheinlich vielleicht woran. So, zack. Und direkt hier wieder hoch. So, lass mich hier schummeln. So. Okay. Bop. Und dann hier durch. Zack. Und dann sind wir auch schon hier. Gut. Dann wir bleiben auf jeden Fall im Game Mode. Dann, der ist recht weit weg. Okay. Sollen wir es vielleicht speedrun? Kann man das? Ja, ich glaube, man wäre sogar besser. Okay, wir machen das einfach mal. Ja, da sind wir zu weit gesprungen. So, hier drauf und dann... Okay. Wir müssen hier auf jeden Fall einen langen Sprung machen. Das heißt, als Speedrun würde Sinn machen. Da sind wir noch zu weit gesprungen. Upsala. So. Eieiei, weil das aus dem Stand zu springen, ist dann immer ätzend. Boah, ich hasse Invisible-Blöcke. Die hasst aber jeder, glaube ich. Ich hasse aber viele Blöcke, muss ich sagen. Slime-Blocks hasse ich auch. So. Zack, zack. Und das ist hier ein gemeiner Sprung. So, das ist ja hier kein Problem. Der hier vorne ja an sich auch nicht. Ich sehe halt den Rand nicht. Von dem her... Eieiei, okay. Na komm. Boah, der ist hier ätzend. Ich bin jetzt einfach mal so frech und üb den mal hier. So. Da muss ich so jumpen, so, so. Oha, und dann hier ist so ein welche im Weg. Und dann muss ich hier so seitlich. Okay. Üben das nochmal. So, zack, 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 zack. An sich easy. An sich. Also, an sich, wie gesagt, an sich easy. Sammeln wir nur einen auf. Dann probieren wir es mal. Zack, zack. Ja, wie wir es vorne gemacht haben eigentlich. Lol. Er ist echt krass. Also durch Invisible, weil ich kann da gar nicht einschätzen alles, wo die Blöcke da sind. Ich springe bei dem, glaube ich, viel zu früh immer ab. Aber ich möchte auch nicht drüber hinweglaufen. Aha, da wurden wir jetzt gerade von dem Barriers geblockt. Aha, okay, geschafft. Sehr schön. Dann, Erklärung. Du musst 4 Fragen beantworten. Bei falschen Antworten stirbst du. Bei richtigen wirst du in den nächsten Raum teleportiert. Okay, sehr schön. Schlüssel für extra Level. Leider funktionieren die, Checkpoints. Warte mal. Set Spawn. Setz ich mir... Ich habe keine Ahnung, wie ich mir einen Spawn setze. Ich glaube, ich schlafe hier einfach mal ganz kurz in dem Bett. Mache ich das auf Oldschool-Variante. Okay, Time Set 15.000. Okay. Überschlafen wir einfach mal die Nacht. So, gut. Dann haben wir jetzt hier rein theoretisch unseren Checkpoint.
Okay, es wird gerade wieder nachgesetzt. So, damit wir auch hier richtig spawnen. So, okay. Ne, wir bleiben Gamer 1. Das kann aber weg. So, also, legen wir los. Frage 1. Gibt es schon einen 1.9 Snapshot? Stand 22.06. Das ist die Frage. Das ist natürlich schon ein bisschen her. Ich würde jetzt einfach mal sagen, okay. Dann nein. Wer hat beim Webvideopreis den Preis für das beste Video bekommen? Das war der Dark Victory. Kann man auf Steam Geld für Spiele zurückerstatten? Nein. Ah doch, kann man. Okay. So. Nein, nein. Ja. So. Welche Konsole würde öfter verkauft? PlayStation oder Nintendo DS? Natürlich PlayStation 2. So. Dann nehme ich hier Ziel. Okay. So, oh nein, ich bin schon wieder auf dem Klo eingeschlafen, aber wie bin ich hier hochgekommen? Okay, hey Weiß, erstmal danke, dass du bis hierhin gespielt hast. Aber es ist noch nicht, wenn du die Map aufmerksam gespielt hast, konntest du bis zu 3 Kisten finden, die je einen Schlüssel beinhalten. Wenn du einen davon gefunden hast, platziere ihn am Eisenblock über dir. Wenn du ihn umlegst, gelangst du in ein extra Level. Naja, ich bedanke mich hier schon fürs Spielen und ich würde mich über Kritik und Anregungen für eine mögliche zweite Map freuen. So, dann wir haben auf jeden Fall mehr einen gefunden. Viel Spaß beim Spielen. Extra Level, dann lesen wir das nochmal durch. Extra Level. Erklärung. Du musst die Wolle so platzieren oder abbauen, dass der Wasser zu der Druckplatte fließt. Wenn du das geschafft hast, lege den Hebel an der Decke um und ein Diamant schwimmt zu der Platte. Wenn er auch die Map geschafft. Okay. Ich hoffe, die Map hat dir gefallen. Mehr freundliche Grüße, Gerald. So. Gamond Test wird updated. Jetzt wurde ich sogar Gamond gesetzt. So, wo ist die Druckplatte? Da. Ich glaube, ich darf die gleiche Anzahl an Wolle nur benutzen. Will ich jetzt einfach mal tippen. Oder? Weiß ich jetzt nicht. Würde ich jetzt pauschal sagen. Das heißt, wir entfernen erstmal den hier. Dann entfernen wir den hier. Dann entfernen wir den hier. Ich glaube, der muss auf die Druckplatte drauf. Ich weiß jetzt nicht, ob das Wasser hier rausschwimmen darf. Ich glaube eher nein. Hier darf ich noch einen platzieren. Hier geht es noch weiter rein, theoretisch. Oder so. Also, eigentlich geht das Wasser ja dahin. Ob das jetzt so gewollt ist, weiß ich wiederum nicht. Kann man hier noch einen platzieren? Hier kann man höchstens nur noch. Ne, es muss ja eigentlich da unten her, sonst geht's ja nicht. Hier oben kann es sich herfließen, weil wir da keinen hinsetzen können. Also kann es hier nur unten herfließen. Also müsste es hier drüber irgendwie herfließen können, aber das können wir eigentlich auch nicht machen. Von dem her würde ich jetzt einfach sagen, so ist es fertig. So, und jetzt kommt hier der fließt dann da. Nee, ja, hat doch geklappt. Weiß jetzt nicht, ob das so gewollt war. Hat funktioniert. Okay, Bauzeit ca. 5 Stunden. Vielen Dank fürs Spielen meiner Map. Hier kannst du nochmal anschauen. Okay. Ja, auf jeden Fall hat mir die Map sehr gefallen. Ja, auf jeden Fall beim nächsten Mal wegen den Checkpoints ein bisschen mehr gucken. Weil das war ein bisschen blödi. Und sonst, ja. Hat es mir sehr gefallen. Ich würde mich sehr über einen zweiten Teil freuen. Also das war eine sehr schöne Map. Auch mal ein paar Quiz-Elemente. Das fand ich sehr gut. Also da war wirklich, ja, Mischung von allem drin. Also ich kann mich nicht beklagen. Also das mit den Checkpoints war blöd. Das war so der hauptnegative Punkt, sonst kann ich nicht sagen, das Map-Design geht sogar recht klar. Also, das ist zwar schlicht, aber recht schön gebaut. Ich finde die Blöcke hier aber hässlich. Also, ist aber ein bisschen Geschmackssache. Und ja, dann würde ich sagen, sehen wir uns bei der nächsten Adventure-Map. Vielen Dank fürs Einschicken, Jerry. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Tschüss!